Hallöchen, ihr lieben Pferdefreunde. Willkommen zu Horse Reality. Es ist heute kein Donnerstag, sondern Dienstag. Ich habe mich dazu entschieden, außerhalb der Reihe mal heute ein Video zu machen, weil die Brumbies sind ja gerade jetzt ins Spiel reingekommen. Also, sie sind jetzt, ich würde mal sagen, gerade so eine 40 Minuten im Spiel drinne, vielleicht so. Ja, und Yuki ist auch schon ab nach Australien. Ja, und wir gucken uns jetzt die mal zusammen an. Also, ja, ich hoffe, meine 55 Tickets reichen. Ich werde auf gar keinen Fall, ich werde alle, werde ich nicht benutzen. Ich habe gerade auch schon auf dem Markt geschielt und es sind tatsächlich schon die ersten Wildpferde auf dem Markt. Ich habe mir jetzt gerade nur grob die mal angeguckt. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich weiß, ihr schreit schon den Monitor an oder das Handy. Yuki, hör auf zu labern, sondern, ne, hier, sieh zu. So, dann gucken wir doch mal, ob wir was finden. Nee. Nein. Und das. Mitnehmen. Auch nicht. Was ist denn das? So, den hätte ich aber gar nicht. Ah ja, gucke mal. So, den ersten Kandidaten haben wir schon mal. Den halten wir uns warm. So, dann nochmal. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, kritisiere ich auch so ein bisschen hier mit dem Park. Wir können 20 Mal klicken. Und sobald wir ein Pferd gefangen haben, können wir mit diesem Ticket nicht weiterfangen. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen blöd, ne? Wenn jetzt hier eins kommt, ne? Und wir haben aber noch, sagen wir jetzt mal, 10 Klicks und wir fangen dieses Pferd, sind diese 10 Klicks einfach weg. Und das ist halt so, uiuiui. Ja, was ich jetzt nicht ganz so geilo finde, wir fangen es mal so, dass. Bestes Beispiel, wir gucken uns. Die bleibt auf jeden Fall. Da kann kommen, was will. Gott. Die braucht sogar nicht mehr, um lange groß zu werden. Leute, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir gucken mal einfach, was wir noch kriegen. Ah, kriegen wir auch mal eine andere Farbe? Jetzt kann ich so ein bisschen so dezent andere verstehen, wenn die denken so, nein, ich will eine andere Farbe. Hallo? Ja, okay. Leute, das war gerade Pech und ich hätte ganz gern jetzt vielleicht noch mal irgendwie sowas zum Beispiel. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. Sehr hübsch, auch eine Stute. Viermal Average sogar. So schlecht ist sie gar nicht. Meine Güte, ich denke immer, dass sie schlechter sind. Oh Gott, ich glaube, meine ganze Foundation. Nee, Wild. Wie heißen die? Weil Waldpark, Wildlife Park Dinger werden dafür draufgehen. Jetzt kann ich Yumiko auch so ein bisschen verstehen, dass die sagt, sie will hier. Verdammt. Dass die sich so viele horten oder generell, dass viele sich die Tickets horten. Jawoll! Oh! Aua! Die kann eigentlich gleich wieder zu Gisela gehen. So. Dann gucken wir doch mal. Aber wir haben jetzt schon mal ein paar Farben dazwischen. Mal gucken. Eieieiei, das ist ein hübscher Bursche. Ja, und auch unser. Sehr schön. Ich sehe sogar schon ein Very Good. Und. Ui. Phew. Katsching. Yuki sieht das Geld in den Augen schon. Mal gucken. Also bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Brumbies findet. Ich bin gerade mega in love. Das ist jetzt unsere erste große Stute. Die wollte ich jetzt gerade nicht. Okay. Der sieht auch wunderschön aus. Und wie soll es anders sein? Ja.
Gut, der ist jetzt nicht ganz so gut wie der andere. Ach Quatsch, was mache ich denn? Guck mal, jetzt verklicke ich mich schon vor lauter Aufregung hier. Uiuiuiui. Jawoll. Ja, geht. Okay, es geht. Aber wie gesagt, das ist jetzt das, was mich gerade so ein bisschen triggert. Dieses, ich habe jetzt eine gehabt und ich hätte noch so viele Klicks gehabt. Und, ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch. Ihr braucht auch nicht unter die Kommentare schreiben, ja, Yuki, du hast doch eine gefangen, das ist doch so. Das weiß ich nicht. Ob man das vielleicht noch mal überarbeiten sollte. Ja, es ist jetzt so, Fuchs, komm, wir schauen einfach mal weiter. Vielleicht finden wir noch mal eins. Es ist auch wieder ein Fuchs. Na komm, bitte noch eins. Noch eins, bitte. Ach, verdammt. Das, gut, wir gucken einfach mal. Vielleicht kriege ich ja auch noch mal eins mit dabei, dass ich das vielleicht so ein bisschen, ja, mal gucken, welche ich so behalte. Der sieht auch mega schön aus. Gucken wir mal. Na, der wollte nicht. Okay. Das wird aber ein Schimmelchen und ist auch wieder ein Hengst. Aber wir probieren es mal. Und natürlich wollte der zu uns. Was haben die denn überhaupt für ein GP? Endrings? Ja, okay. Okay. Was habe ich eigentlich mit dieser Riding School eigentlich? Leute, habt ihr auch so lange auf die Wildpferde hingefiebert? Ich? Ja. Das ist schon wieder eine Stute. Das sieht schon wieder so nach so einer Fuchsstute aus. Wir versuchen sie zu fangen. Ah, war mir klar, dass die nicht wollte. Dich hätte ich allerdings ganz gerne. Ha, Wunsch erfüllt. Sehr schön. Wir machen es anders. Ich gucke mir die nachher in Ruhe an. Ich muss mir jetzt mal ganz kurz gucken, wie viele Plätze wir schon wieder haben. Verdammte Axt, ich habe jetzt nur noch einen Platz. Und dann müssen wir gucken, wie gut die ganzen sind. ja, dass wir halt dann... Wie gesagt, das ist halt bei mir auch so ein bisschen problematisch mit dem Platz. Das... Wii. Aber der will bestimmt nicht zu uns. Ha! Okay, ja. Sagte sie, der will nicht zu uns. Und das sieht mehr so nach so einem Champagne aus. Bitte, bitte. Oh, der hat so schlechte Werte. Der hat so schlechte Werte. Okay. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Können wir jetzt überhaupt noch eins fangen? Weil meine Boxen sind jetzt ja voll. Weiß das jemand von euch? Na, ich will es nicht riskieren. Ich will es nicht riskieren. Wir haben auf jeden Fall... Oh, wartet mal. Ich muss mal ganz kurz auf Pause drücken, weil hier sind nämlich Pferde mit drin, die ich euch noch nicht zeigen will. Kleinen Moment. So, da ist die Yuki wieder. Und als erstes haben wir einmal diesen jungen Mann. Wir gucken uns mal die Eltern an. Ui. Sehr hübsche Farbe. Das gefällt mir sehr gut. Das ist einfach, ich glaube, ein Schimmel. Wir gucken mal. Er hat... Einmal ein Average, einmal ein Below Average. 590, wofür ist er denn? Für Endurance. Wir gucken mal. Ja, okay. Ich kann mir leider die Genetik nicht angucken, was er hat. Was mega schade ist. Ich muss es zu Hause machen. Ich muss es zu Hause machen. Das ist blöd. Okay, dann haben wir noch die junge Dame. Die ist auch nicht so schlecht. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Sie hat nur ein Average. Dann, wofür ist sie? Ich würde mal sagen, dass sie mehr so für hier vielseitig ist. Vielseitigkeit. Da gucken wir uns auch mal die Eltern an. Das ist auch hier wieder so mehr sowas. So die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Die junge Dame. Weiß ich nicht, wie alt sind die denn überhaupt? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ah, und er...
Er wird ja auch sowieso schon Donnerstag dann erwachsen. Dann gucken wir uns das Donnerstag an, wie die Pferde quasi, was die für eine Genetik haben. Bei ihr weiß ich nicht, ob ich die behalten möchte. Wobei er wunderschöner Hengst ist. Wunderschön. 538, ja. Kann es sein, dass die alle für Ausdauer sind, die Pferde? Dann sie, die wandert sofort zu Gisela. Also das brauche ich überhaupt nicht versuchen. Nee, also bei aller Liebe. Das auch wunderschöne Farben. Also die Farben gefallen mir richtig gut. Und ich glaube, ja, der bleibt auf jeden Fall. Und auch Endurance. Er ist wunderschön. Er wird irgendwie so ein Dann haben. Irgendwas mit Dann. Wahrscheinlich ein Rappe mit Doppel-Dann oder so. Gehe ich jetzt mal von aus. Den werde ich auf jeden Fall in die Zucht gleich reinstellen. Und ja, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Das, wobei er auch so wunderhübsch ist. Ich weiß aber nicht, ob er gut ist. Da, also die scheinen alle für Ausdauer zu sein. Ich sehe schon, Edith sagt, die Bambis, die können mich mal. Aber 558, wie sehen die Eltern aus? Die Rappen sehen ja auch schön aus. Ich muss mal noch später gucken, was die so drin haben. Sie finde ich auch mega schön. Weiß ich allerdings nicht, ob ich die behalten will. 631, das GP ist okay. Wie gesagt, die sind alle für Endurance. Sie hat wahrscheinlich Tobiano mit drin, was ich sehr, sehr toll finde. So, und das ist nochmal ein kleiner Hengst. Der hat zweimal Below Average, ein Very Good. Weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall die Eltern, wahrscheinlich ja auch doppelt dann, und muss ich mal gucken, ob die auch noch ein Z mit dabei haben. Sie finde ich auch wunderschön, aber Werte des Todes. Also, was sagt ihr dazu? Ui! Schaut euch das mal an. Ui. Also das finde ich mega schön hier, dieses Fuchsfarbe so ein bisschen, dieses Rötliche. Mega schön, und auch die Mutter. Also es sind doch tatsächlich sehr, sehr schöne Farben mit dabei. Muss ich sagen, ich glaube, die braucht nicht lange, um groß zu werden. Was sagt ihr, behalten oder nicht behalten? Und dieser junge Mann, der geht aber auch, ja, weiß ich nicht, kriege ich die verkauft? Guckt euch mal den Papa an. Der hat wunderschöne Dappels, der Papa. Und die Mutter ist auch richtig hübsch. Das ist mehr so, was ist das? Das kann ich gar nicht definieren. Auf jeden Fall auch mit Dappels. Sehr, sehr hübsch. Ich glaube, ich muss mich jetzt aber von ein paar wieder trennen. Es geht nicht anders. Es geht tatsächlich nicht anders. Weil ich will jetzt auch keine DPs investieren, um zu sagen, ja, hier, ich behalte die. Wartet mal einen kleinen Moment, ich mache nochmal kurz Pause und guck mal, ob ich vielleicht noch ein paar andere Pferde zu Gisela schieben kann. Uno momento. So, ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen sortiert, geguckt, weil ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Ich habe jetzt nochmal 6 Plätze frei, also wir können jetzt noch 6 Pferde dazu nehmen. Ja, das kleine Mäuschen, der kleine Mann steht noch im Verkauf. Ansonsten geht der auch zu Gisela, muss ich gucken. Ich habe eben auch schon welche im Verkauf gehabt und schwupp, keine Sekunde später, die waren weg. Also wo ich mir denke so, okay. Wir gucken jetzt einfach nochmal, ob wir welche finden. Das ist auch ein mega hübsches Mäuschen. Aber ich glaube, ich möchte doch nochmal weiterschauen. Ja, ich möchte einfach weiterschauen. Die Farbe habe ich schon. Nein, der wollte auch nicht zu uns.
Nehmen wir die? Nehmen wir die nicht? Na gut. Na, die will auch nicht. Meine Güte. Wahrscheinlich denken die sich jetzt auch alle. Pö, die will uns eh nicht. Okay. So, wir versuchen es jetzt noch maximal 3-4 Mal. Dann ist aber bei mir auch Schluss. Also ich will jetzt ja nur mit euch gucken, wie die so sind. Und ich habe jetzt ja auch ein, zwei gute. Deswegen, aber jetzt irgendwie so gar nichts. Und die will auch nicht. Hallo. Ei, dich hätte ich aber gerne. Ach Mann. Menno. Okay, wir gucken weiter. Wir ganz ruhig, guck weiter. Vielleicht ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Jetzt möchten sie irgendwie alle nicht mehr. Vielleicht sind das aber auch die schlechten Pferde. Man weiß es nicht. Nee, also jetzt habe ich gerade irgendwie gar kein Glück mehr. Nein. Also jetzt scheinen die nachtragend zu sein. Mann, oh Mann, oh Mann. So, kriegen wir noch welche? Vielleicht noch mal so ein bisschen warten. Also es wäre jetzt schön, wenn wir vielleicht noch so 3 kriegen würden. Ey, was ist denn das? Die wollen alle nicht. Dich hätte ich ganz gerne. Das hat eben so gut geklappt. Vielleicht fangen gerade auch einfach zu viele, dass die zu sehr gestresst sind. Dass die gerade irgendwo noch mal entwischt sind. So. Aber es sieht so aus, als sei uns das Pech jetzt voraus. Die ist mega schön. Die ist mega schön. Bitte. Och, nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Und das war's wieder. Meint ihr, es lohnt sich nochmal zu fangen? Einmal probiere es jetzt noch und natürlich. Ich wollte gerade sagen, der will eh nicht. Kriegen wir dann jetzt überhaupt nichts mehr? Das würde mich dann jetzt doch tatsächlich ärgern, wenn wir jetzt überhaupt nichts mehr kriegen. Also das finde ich jetzt gerade schon so dezent ein bisschen Veräpplung. Dass sie überhaupt nicht mehr wollen. Es ist doch zum Reiern. So, danach ist jetzt aber wirklich Schluss. Das ist irgendwie so mit so Glücksspielen, so gerade so, dass du denkst so, einmal, ui, bitte, 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 ja! Oh, das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, was für Werte der hat, der bleibt. Ja, so schlecht ist der gar nicht. Der ist sogar relativ, der gefällt mir sehr gut. Das, ja. Der wird auf jeden Fall bleiben. Wie gesagt, auch wenn er jetzt nicht die besten Werte hat. Also das kann man aber rauszüchten. Da gucken wir nochmal. Okay Leute, jetzt hat es einmal wieder funktioniert. Jetzt denke ich mir, gut, eins gebe ich jetzt noch aus. Mal gucken, was uns noch so über den Weg läuft. Nein, da gucke ich doch lieber weiter. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gar keine mehr. Ich sag's doch, jetzt kommt wahrscheinlich gar keins mehr. Nach dem Motto so, ne, jetzt wollen wir nicht mehr. Ja, wie gesagt, Leute, jetzt ist Feierabend für Yuki. Vielleicht gucke ich später nochmal, weil ganz ehrlich, wir gucken mal ganz dezent hier auf dem Markt. Es explodiert gerade. Ist gar nichts? Okay, was stimmt denn nicht? Wartet mal, gehen wir jetzt mal auf diesen ganz großen Markt. Na, bitte laden Sie jetzt. Bitte laden Sie jetzt. Nein, nicht die Brabanta. Habe ich mich da eben auch verklickt? Bestimmt. Da habe ich mich bestimmt eben auch verklickt. Ja, seht ihr? Hier, die ersten sind auch schon tragend. Wartet mal, ach, ich irgendwie Verkauf. Natürlich zum Verkauf. Mich interessiert es nicht, wer schon einen hat, sondern Verkauf. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Schönes mit dabei. Aber ich glaube nicht. Alter, guckt euch das mal an. Warum?
Okay. Was stimmt denn ja jetzt nicht? Warum? Das verstehe ich nicht. Was hat der? Nicht getestet. Also ganz ehrlich, ne, wenn ich mir das hier so angucke, das, ja, er ist hübsch, aber sein Geld nicht wert. Also jedenfalls für mich nicht. Boah, 19, guckt euch das mal an. 19. Die Leute rasten wieder aus. Die Leute rasten wieder aus. Afrika, das ist sogar bei mir. Ich möchte mir jetzt doch einfach mal ein paar Farben mit euch angucken. Das sieht auch mega interessant aus. Es tut mir auch leid, wenn die Folge jetzt wirklich lang wird. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee, das ist wieder Tropiano. Nee, aber wie gesagt, das ist... die Leute drehen jetzt wieder gerade alle durch. Man kennt's. Ist das Rowan? Was ist das? Oh, sowas hätte ich auch noch ganz gerne. Ist natürlich die Genetik auch wieder nicht da. Alter Schwede, ist die schlecht. Also, und dann 3000. Ja. Das sieht auch mega schön aus. Sowas sehe ich auch, also habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ein Cream. Gibt es da irgendwas Neues von der Fellfärbung her? Ich glaube nicht. Das müsste auch wieder eher Tobiano sein. Sie, naja, ist jetzt nicht so, aber sie ist so hübsch. Wie gesagt, so. Er, okay, es gibt also eindeutig auch welche über 600. Der ist auch mega hübsch. Und die Farbe, leider nicht getestet. Und die ist auch nicht so gut. Aber ihr Lieben, ich will euch nicht weiter quälen. Ihr seht ja selber, es ist sehr, sehr viel, was wir hier haben. Also ich werde jetzt gleich auch noch züchten mit meinen Schnuckis. Wie gesagt, das ist, habe ich mir gedacht, das muss ich euch jetzt einfach mal mit euch zusammen machen. Dass man halt einfach auch mal sieht, was für Farben jetzt mit dabei sind. EE Cream, das interessiert mich jetzt doch nochmal. Ah, die haben auch Cream mit dabei. Interessant. Wie sehen die Eltern aus? Okay, gar nichts. Ja, aber auch nicht so gut. Wie gesagt, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir haben ein paar gefangen. Ich kann euch nochmal ja, in die Binding School mitnehmen. Nein, wir haben einmal zum Schluss hier diesen wunderhübschen Kerl gefangen. Den werde ich jetzt auch gleich mit in die Zucht mit reinsetzen. Ihr könnt mit ihm gerne züchten. Und ja, wir sehen uns trotzdem wie gewohnt am Donnerstag wieder. Liken, kommentieren nicht vergessen. Schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr die Brumbies findet, in die Kommentare. Und wir sehen uns Donnerstag. Macht's gut. Ciao, ciao.